So, weiter geht's mit Beyond Two Souls. Und wir sind noch eine Runde bockig. Guck mal da oben rechts. Also das da mit der Kamera meine ich jetzt. Genau über uns. Ich finde, das ist echt witzig gemacht. Aber okay. Wir sind jetzt aggro, weil wir nicht auf die Party dürfen. Also rocken wir jetzt die Bude hier. Ja, er war offensichtlich begeistert, aber das Gitarrensolo lief doch schon mal prima ab. Dann würde ich sagen, übernehmen wir hier mit Aiden noch ein bisschen. Vielleicht kann der auch noch ein bisschen was dazu beitragen. Oh. Schluss damit, Jody. Das bringt dir doch absolut nichts. Du gehst nicht. Okay. Das bringt wohl auch eher weniger. Die ist offensichtlich sehr, sehr aggro. Okay, das bringt hier anscheinend alles irgendwie nichts. Ich kann jetzt auch nichts weiter machen. Sie flucht noch ein bisschen, hebt ein bisschen die Hände und so. Es geht nicht, Prinzessin. So sind die Regeln. Du lässt mich lieber raus. Du lässt mich lieber raus, denn wenn nicht, sind meine Noten bald im Keller. Und du kannst es vergessen, mit Aiden zu arbeiten. Und zwar für immer. Jetzt hör schon auf, Jody. Du führst dich auf wie ein Kind. Ah. Erstmal einen Dicken zeigen. So können wir vielleicht mit Aiden hier irgendwie draußen noch was reißen. Was können wir hier machen? Ihn interessiert das gar nicht. Das ist ja unglaublich. War's das jetzt? Bist du stolz auf dich? Ich hoffe es. Denn morgen wirst du das alles aufräumen. Oh, Schluss jetzt, Aiden. Es ist ihnen scheißegal, wenn wir die Bude auseinandernehmen. Wenn das nicht klappt, müssen wir uns was anderes überlegen. Ja. Ja, sie hat sich gerüstet. Sie hat das ganze Apartment verwüstet. So, dann haben wir ihn jetzt eiskalt mal übernommen. Und jetzt machen wir ganz schlicht die Tür hier auf, wa? Das war auch wieder so eine Zeitebene, die wir da überbrücken mussten, damit wir diese Aktion tätigen konnten. Es tut mir so leid, Cole. Ich hasse mich selbst dafür, aber... Du verstehst mich doch, oder? Ich will... Ich muss heute mal hier raus. Wie er guckt, Alter. Schon ein bisschen creepy. Ja, ich weiß, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Es wirkt so ein bisschen, als wenn man in so einem Wohnheim wäre, ne? Oder irgendwie auf Klassenfahrt und sich jetzt rausschleichen würde. Ich tippe einfach mal, wir müssen hier jetzt lang und ja, wahrscheinlich durch die Tür. Abgeschlossen. Ach, ja, klar. Ja, das war wirklich klar, dass die abgeschlossen ist. Aber er hat ja das passende Kärtchen dabei. Und es hat geklappt.
Wäre echt bitter gewesen, wenn er für diesen Bereich nicht zuständig gewesen wäre oder so. Aber das ist ja nur der Ausgang, also. Von daher verziehen wir uns jetzt einfach mal. Das sieht so ein bisschen aus. Das ist, ja, schade, ich kann jetzt die Kamera nicht drehen, aber da war eben an der Seite, ihr könnt ja nochmal zurückswitchen. Wenn man durch die Tür geht, ist da so ein Adlersymbol. Das sieht so ein bisschen aus wie das Symbol von der Shield, ne? Von den Avengers. Ich glaube, die haben so ein ähnliches Symbol. Ja, da an der Wand ist es ja nochmal gewesen. Oh, hallo Cole, Jody. Bisschen spät für einen Ausflug, eh? Ja, ich fühle mich nicht. Mir ist schlecht. Ja, mir ist schlecht. Also wollten wir nur an die frische Luft. Alles klar? Sollen wir lieber die Krankenstation anrufen? Nein. Ist nicht nötig. Cole ist ja da für mich. Also, stimmt's, Cole? Ja. Also. Was ist, Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Hm? Ich schätze, ihm ist heute nicht so sehr nach Reden. Ich glaube, seine Oma ist tot. Oder so. Er ist wohl heiser. Ich glaube, es ist ein Virus oder sowas. Das ist mehr als er zu mir gesagt hat, den ganzen Tag lang. Ist hoffentlich nicht ansteckend, Kumpel. Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Wäre besser für uns alle. Tja, gut. Ciao. Jetzt geht's schon. Das war echt knapp. Ich hatte nämlich auch schon mal die Option, dass er ihn angetippt hat. Das erspart uns wohl die Suche nach Coles Auto. Und Cole dann wieder aufgewacht ist aus seiner Trance und wir dann wieder zurückgehen mussten. Besser, ich verschwinde schnellstens von hier. Aber so haben wir eben Glück gehabt und sind eiskalt rausgekommen aus der Nummer. Ins Auto und lass den Motor an. Ganz locker einsteigen. Will sie nicht einsteigen oder was treibt sie da draußen? Ja, genau, wir müssen hinten rum einsteigen. Weil, wenn wir vorne sitzen würden oder auf der Rückbank, nicht gerade dann, eine amoröse Flucht, aber dann würden wir abgefangen werden. Los geht's ein. Sei so unauffällig, wie es geht, okay? Dann würden wir genau hier abgefangen werden. Tippe ich jetzt einfach mal. Und wir sind entkommen. Flucht erfolgreich. Mission geschafft. Wir steigen also mitten im Wald auf einer Landstraße aus, okay. Die Party ist doch nicht im Wald, oder? Zu, dass ihm nichts passiert, ja? Das ist auch geil. Wir gehen jetzt mit ihm einfach in den Wald. Okay. Da wird er denn abgestellt, wie so ein... Ja, ich weiß auch nicht. Wie so ein kaputtes Fahrzeug oder so ein kaputtes Fahrrad oder so. Einfach in den Wald werfen.
Hier ist die Bar. Die anderen müssen schon reingegangen sein. Also hier geht die richtig krasse Party ab, zu der wir nicht gehen durften. Getränke gibt's hier offensichtlich für $2. Happy Hour Party. Ja, ich würde sagen, das schauen wir uns denn einfach mal im nächsten Part an. Und dann hoffe ich, seid ihr auch wieder mit dabei. Und bis dahin sage ich einfach mal ciao.